Hallo Leute, ich bin der Genkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In dem heutigen Tutorial kann es sein, dass ich mir ein paar Mal selber was nachschauen muss, aber ich werde euch mal zeigen, wie ihr die ganzen One-Way-Smokes, die ich in meinen anderen Tutorials zeige, wie ihr die am besten üben könnt, beziehungsweise wie ich immer meine Tutorials mache. Und zwar gebe ich halt die Befehle nicht immer wieder in die Konsole ein, ich habe mir eine Datei geschrieben und lade einfach nur sozusagen diese Exe immer wieder. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich die Exe erstelle, was ich da alles reinschreibe und ja, ich verzeihe schon mal von Anfang an, wenn ich ein paar Befehle nachgucken muss. Und ich versuche es einfach so einfach wie möglich zu machen, dass das auch jeder, der nicht so die Ahnung von Counter-Strike hat oder so, versteht. Und dafür öffnet ihr am besten erstmal Steam. Ich habe jetzt Counter-Strike hier im Fenstermodus gestartet. Das macht ihr in den Optionen, dann Grafikeinstellungen. Dann könnt ihr hier, ich habe einfach 4 zu 3 genommen, eine Auflösung. Dann hier halt im Fenstermodus. Und dann unten auf Anwenden. Das habe ich nur aus dem Grund gemacht, da wir ein paar Mal raus und rein tappen werden. Und ich starte schon, also wegen den Befehlen. Wir gucken halt in der Konsole nach, einen Befehl nach, den wir dann in die Datei eintragen werden. Und ich starte schon mal ein Gelegenheitsspiel auf, keine Ahnung, das 2. Und wir starten einfach mit harmlosen Bots, dass sie uns in der Zeit nicht killen, während wir alles einstellen. Und jetzt, weswegen ihr Steam öffnen solltet, ihr geht dann am besten in eure Bibliothek, drückt dann Rechtsklick auf Eigenschaften, dann auf lokale Daten und dann steht hier lokale Daten durchsuchen. So, jetzt können wir das schließen und Steam, ja, schließen oder minimieren. Jetzt sind wir halt in dem Counter-Strike-Ordner und dort gehen wir auf CSGO, gehen auf CFG. Jetzt sind wir in dem Ordner, den wir haben wollen, drücken Neu, drücken Textdatei und nennen diese Smoke Übungen. Zack, haben sie erstellt. Öffnen die gleich. Und schieben uns das mal hier so hin. Und Counter-Strike daneben. Zack, automatisch wählen. Und jetzt drückt ihr, also zeige ich euch mal, wie man die Konsole öffnet, falls ihr dann nicht gebindet habt. Dafür gebt ihr hier unten auf Hilfe und Optionen. Dann auf Tastatur und Maus. Jetzt wollt ihr einfach. Einfach, ja, ganz runter und hier unten steht Konsole öffnen. Da drücke ich, habe es auf der Plus-Taste liegen und ihr seht schon hier, ich habe Plus gesagt, aber ich steht ein Gleichheitszeichen, also nicht wundern, wenn da was anderes steht, denn ich glaube hier die Ingame-Sachen, die hier stehen, ist immer für amerikanische Tastaturen. Das heißt, auf der deutschen Plus ist, glaube ich, amerikanisch ein Gleichheitszeichen oder irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall müsst ihr euch einfach nur merken, welche Taste ihr gedrückt habt. Drückt ihr jetzt nun die Taste von gerade eben, öffnet sich eine Konsole. Dort könnt ihr dann zum Beispiel Bot unterstrich Kick eingeben. So, jetzt habt ihr schon mal keine Bots und das ist der erste Befehl, den wir uns gleich kopieren werden und in unsere Smoke-Übungsdatei einfügen werden. Ich mache immer eine Leerz oder beziehungsweise drücke einmal Enter und schreibe die ganzen Befehle nicht nebeneinander. Könnt ihr auch machen, aber ich finde das einfach übersichtlicher, wenn jeder Befehl in einer eigenen Reihe steht. So, und jetzt gucken wir mal. Wir wollen einfach mal Smoke-Übung machen und wir sehen, die 45-sekundige Kaufzeit ist abgelaufen. Was so viel heißt, dass wir die Kaufzeit erstmal erhöhen müssen. Dafür, ups, gehen wir nochmal in die Konsole, drücken MP. Ich glaube, da steht für Multiplayer, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Und dann geben wir ein Buy, für Englisch für kaufen. Buy Time, einfach könnt ihr mit der Maus draus drücken. Und dann ändern wir die 45 in einfach ganz viele 9. Kopieren uns das Ganze und führen den Befehl aus. Jetzt können wir uns den auch in unsere Datei kopieren. So, also deswegen halt, ich kenne die Befehle, wie gesagt, viele selber nicht, deswegen würde ich euch auch empfehlen, hier die Konsole offen zu haben oder einfach mal im Internet zu schauen. Und jetzt sehen wir aber auch, wir haben nicht genug Geld, deswegen wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr Geld haben. Deswegen MP-Start-Money, die machen wir auch einfach, ups, ganz viele 9 rein. Steuerung C, Steuerung V, es ist kopiert. Dann in unsere Datei einfügen und wieder in die nächste Zeile rein. So, jetzt gucken wir mal. Ja, wir sehen, ist die erste Runde vorbei. Das heißt, wir wollen noch die Rundenzeit umstellen. Dafür drücken wir wieder MP, kein großes M, obwohl es glaube ich egal, MP unterstrich, ups, Wound, und dann nicht Wound Time. Habe ich immer umgeändert, hat nie was gebracht. Ihr müsst hier dieses Round Time Diffuse 2,25 umändern. Und ich glaube, maximal 60 sind möglich. Ich gebe einfach mal ein bisschen mehr ein, um zu gucken, ob das auch was ändert. Ich glaube aber nicht.
Und die ganzen Änderungen, wenn ihr euch halt wundert, die Zeit läuft immer noch weiter und so. Dazu kommen wir gleich, warum sich das noch nicht geändert hat. Ihr müsst nämlich erstmal die Runde neu starten, damit sich die ganzen Änderungen übernehmen. Und ja, wir haben jetzt, Moment, können wir jetzt schon kaufen? Ja, okay, wir haben jetzt hier halt die Smokes. Haben aber immer noch kein Geld für irgendwelche guten Waffen. Und wir wollen halt sehen, wo unsere Schüsse reinkommen. Okay, ich habe das jetzt vergessen, vorher alles wegzumachen, meine Sachen. Aber wir wollen halt sehen, wo unsere Schüsse landen, so wie diese ganzen Quadrate hier. Dafür geben wir in die Konsole ein SV Unterstrich und dann Show Impact. Und das steht bei mir schon auf 1. Da müsste bei euch halt 0 stehen, so ungefähr. Kopiere ich mir das Ganze mal kurz. Schließt die Konsole. Also bei euch wird das halt so aussehen, wenn ihr schießt, seht halt normal. Und wenn wir jetzt in die Konsole reingehen und diese Show Impact auf 1 umändern, sehen wir halt diese Quadrate beim Schießen. Und das schreiben wir uns auch mal in unsere Datei rein. Kann sehr nützlich sein. Vor allem, wenn man auch Gegner abschießt, sieht man halt auch die Umrisse, ob man den Gegner getroffen hat oder nicht. Und das Ganze funktioniert aber noch nicht mit den Granaten. Wenn wir die jetzt mal werfen, seht ihr, aha, kein Strich, wie die Granate verfolgt und die Granate ist weg. Also kümmern wir uns erstmal darum, dass wir mehr Granaten haben. SV-Sheets 1 ist bei mir auch schon aktiviert, müsste bei euch 0 sein. Kopieren wir uns, fügen wir in unsere Datei ein und jetzt wollen wir natürlich SV-Unterstrich, habe ich gesagt, Infinite Ammo ist auf 0. Habt ihr ja gerade gesehen, machen wir 1 für unendlich Munition. Gilt für Waffen und Granaten gleichermäßig. Also zack. Und jetzt können wir auch Smoke werfen. Aber haben halt immer noch kein, ja, keine Wurfverfolgung. Und die fügen wir jetzt hinzu, indem wir wieder die Konsole öffnen. Und dann lasst mich kurz überlegen. Ich glaube SV war das. Grenade. Da, Grenade. Oh, ich weiß, kann das nicht aussprechen. Tracetory ist auf 0. Ändern wir in 1. Und jetzt, wenn wir eine Granate werfen, seht ihr diesen grünen Pfeil und dann die roten, wo die Granate immer aufkommt. Und ja, Kaufzone verlassen, das ändern wir auch nochmal kurz. Und zwar war das jetzt MP unterstrich bei Anywhere. Ändern wir von 0 in 1 und kopieren uns, oh, beide Sachen, kopieren wir uns erstmal hier rein. Machen das weg. So, jetzt haben wir in unserer Datei auch, dass hier die Granaten verfolgt werden, dass wir überall kaufen können. Ich weiß nicht, ob das hier schon übernommen wurde. Kaufen? Ja, geht. Okay, manche Befehle funktionieren halt sofort. Manche erst, wenn die Runde zu Ende, also nächste Runde. Und hier, das funktioniert schon mal alles. Und jetzt wollen wir aber noch, gehen wir hier in unsere Datei, drücken jetzt Bind. Und dann könnt ihr euch halt aussuchen, ich nehme jetzt halt V für No Clip, das müsst ihr nicht machen, das mache ich halt gerne. Das ist halt dieses Fliegen, wenn ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt V drücke, seht ihr hier, kann ich fliegen. Und ich schreibe das halt immer in die Datei mit rein, weil kann sein, dass man halt für Tutorials andere Tasten hat. Also die sind jetzt normalerweise, sag ich mal, wenn ich Matchmaking spiele, belege ich die Tasten mit anderen Sachen eventuell. Deswegen mache ich mir halt immer extra so eine Datei mit den ganzen Binds. Und wir wollen halt auch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Smoke ausprobieren wollen, wollen wir auch halt so wie hier auf Knopfdruck einen Bot platzieren. Funktioniert gerade nicht, seht ihr. Ja, weil auch keine Bots vorhanden sind, deswegen funktioniert das nicht. Fügen wir mal einen Bot hinzu mit Bot-Add und ja, T, zack, den müssen wir zweimal eingeben aus irgendeinem Grund. Und den füge ich jetzt, könnt ihr auch. Aber den füge ich jetzt nicht hier links in die Datei ein, aus dem einfachen Grund, es kommt halt immer darauf an, ob ich CT bin oder T. Deswegen mache ich das halt lieber manuell, wenn ich jetzt immer wieder in die CTs gehe, geht natürlich auch, aber immer wieder halt einen Bot hinzugefügt habe, der T ist, ist auch doof, wenn man den dann erstmal wieder kicken muss und so, deswegen füge ich mir die Bots halt immer selber hinzu, je nachdem wie viel ich brauche. Und jetzt wollen wir halt, sag ich mal, um Smokes zu üben, halt mal gerne so Bots platzieren, der läuft aber noch rum. Das heißt, wir machen erstmal da so, dass wir uns den Bot halt platzieren können. Dafür könnt ihr auch in die Konsole gehen. Bot-Place heißt das, heißt der Befehl. Den kopieren wir uns und dann machen wir auch Bind. Let's
Place, habe ich einfach P für Place genommen und dann halt den Befehl, dass wir halt, wenn wir die Taste P drücken, dass der Bot dann dahin geht, wo wir gerade hin aimen. Der hat jetzt einfach gerade die Bombe platziert, der kleine Drecksack. Und das wollen wir halt nicht, dass der Bot sich bewegt. Und das ändern wir jetzt gleich auch nochmal. Und zwar gibt es dafür einen ganz einfachen Befehl, indem wir mal in die Konsole gehen. Bot-Stop steht auf 0. 0 weg, 1 hin. So, jetzt hält der Bot an und macht gar nichts. Das kann ich euch auch mal zeigen. Wir schließen das Ganze. Und der Bot steht einfach nur hier rum, hat sich eine Waffe gekauft, macht nichts. Und wenn ihr dann halt hier P drückt, habt ihr den Bot halt da platziert. Und ja, das könnt ihr noch halt so Sachen wie Bot, Don't Shoot und so, aber wenn der Bot sich eh nicht bewegt, braucht man sowas gar nicht mehr. Und ich überlege gerade mal, was ich vergessen habe. Ich glaube eigentlich soweit nichts. Wir haben hier die Smokes werden angezeigt. Wir haben Kohle. Ja, werden wir ja gleich sehen, ob ich was vergessen habe. Jetzt kommt nämlich der letzte Befehl. MP-RestartGame kommt zu 1. Das Ganze kopieren wir uns. Zack, RestartGame 1. Datei speichern. So, schließen die Datei. Gehen nochmal in die Datei. Und jetzt könnt ihr hier, ich habe jetzt Windows 10, müsst ihr halt gucken, wie das bei eurem geht. Bei Windows 8 geht es, glaube ich, genauso. Indem man hier oben auf Ansicht drückt, kann man dann hier Dateinamen Erweiterung anzeigen lassen. Bei euch sieht das vielleicht so aus. Also wie gesagt, Ansicht, Dateinamen Erweiterung anzeigen. Wenn ihr kein Windows 10 oder Windows 8 habt, einfach mal googeln, ja, Dateinamen Erweiterung anzeigen. Dann drücken wir halt mit Rechtsklick da drauf, auf nicht auf Eigenschaften, und zwar auf Umbenennen. Und machen die TXT weg und nennen das CFG für Config. Speichern das so, bekommen eine Fehlermeldung, dass die Datei möglicherweise unbrauchbar wird. Möchten wir sie trotzdem ändern? Ja, wollen wir. Und hier Eigenschaften können weg. Jetzt gehen wir hier rein. Und jetzt, Moment, wir gehen einfach mal zurück zum Hauptmenü. Das müsst ihr jetzt halt nicht machen, ich wollte euch das einfach nur zeigen. Wir machen einfach mal Start, Offline mit Bots. Machen halt irgendeine zufällige Map, machen wir mal Mirage, zack, und machen mal mit Expert-Bots und starten mal ein Spiel. Jetzt zeige ich euch halt einfach mal, wie ihr die Datei startet, die wir gerade erstellt haben. Okay, wenn das jetzt mal laden würde, das dauert ein bisschen länger, wenn ich halt Videos mache, bis Counter-Strike startet. Oder beziehungsweise ein bisschen mal auf dem Gejoint bin, der alles geladen hat. Verbindung wird hergestellt. Komm, Ressourcen werden bla bla bla, Spieldaten. Zack, jetzt automatisch wählen. Und jetzt Konsole öffnen. Jetzt geben wir ein EXEC, steht da schon. Und jetzt müssen wir einfach nur, wir haben es ja die Datei hier Smoke-Übung genannt. Wir drücken einfach nur ein S und es wird schon angezeigt Smoke-Fragezeichen-Übungen. Also es steht halt für Ü und drücken Enter. Geil, okay, also Übungen funktioniert nicht, keine Ü. Deswegen nennen wir das jetzt mal, ach, wir können das einfach UE-Bungen nennen. Gehen in Counter-Strike, drücken nochmal EXEC und dann S, Smoke-Übungen. Wieso kann er das jetzt nicht ausfüllen? Sag nicht, es kommt auch mit Leertasten nicht zurecht. Ich glaube, der kommt auch mit Leertasten nicht zurecht. Also Smoke-Übungen. Ich habe es da unter ja auch, sieht der Smoke-Tutorial. Nochmal Exec S, Smoke. Er meint nicht Tutorial, Smoke-Übungen. Ah, okay. Also kommt er wahrscheinlich mit dem ganz nicht zurecht. Und wir sehen, aha, wir haben kein Geld am Anfang. Das heißt, nochmal in die Dingens reingehen. Smoke-Übungen, Config. Und gucken, MP Start Money. Müssen wir vielleicht doch in 16.000 ändern. Speichern das Ganze. Und führen die Datei nochmal aus. Aha, und wir haben 10.000, weil bei
Gelegenheitsspiel kann man nicht mehr Geld haben. Zack, wir können fliegen. Zack, Granaten werden... Okay, ich muss gerade gucken. Ich glaube, ich habe Show Impact vergessen, in die Datei einzutragen. Kann das sein? Show Impact, ja, habe ich 0 eingetragen statt 1. Speichern das Ganze. Fügen das Ganze... Also, ihr seht das ja, wenn ich hier schieße, dass das halt auch angezeigt wird. Habe ich mich vertan, deswegen fügen wir das Ganze nochmal aus. Kaufen uns nochmal alle Sachen. Nehmen wir dann nächstes Mal eine Galil. Und uns wird alles angezeigt. Und jetzt könnt ihr halt, wie ihr wollt, bot-add-ct, bot-add-ct. Das weiß ich bei mir, wenn ich einmal einen hinzufüge, kommt da irgendwie keiner. Ich muss den Befehl immer zweimal angeben. Und ich sehe gerade, wie aus irgendeinem Grund habe ich auch kein Infinite Armor drin. Ich habe mich schon gewundert, das sieht irgendwie so ein bisschen wenig aus. Ich habe vergessen, die Hälfte der Sachen damit einzukopieren. Also es war unterstrich Infinite Ammo 1, habe ich gerade eben wohl vergessen mit einzutragen. Okay, SV Infinite Ammo. Habe ich noch was vergessen? Moment, ich öffne mal am besten direkt die andere Datei. Okay, ist jetzt auf meinem anderen Monitor. Ich vergleiche mal eben. Also, Start Money. Start Money. Habe ich. SV Sheets. SV Sheets habe ich auch. Infinite Armor 1. Infinite Armor 1. Show Impact. Show Impacts habe ich auch. Bei Anywhere. Wo habe ich das denn? Bei Time habe ich das auch vergessen. Ich glaube, da habe ich schon das nächste vergessen. Kopieren. Einfach mal da einfügen. Ah ne, doch, habe ich doch drin. Seht ihr? Komm mal durcheinander mit dem ganzen. Ja, das war's eigentlich. Der Rest ist eigentlich für euch uninteressant, den ich in der Datei drin stehen habe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich alles drin haben. Schließen mal alles und führen. Gehen nochmal rein. Exec. Und dann S für Smoke. Und dann Smoke-Übungen. Okay, schließen die Konsole. Zeus. Das wird angezeigt. Dann fügen wir mal bot-add-ct, bot-add-ct. Da. So, jetzt haben wir auch einen Bot. Guck mal, der steht direkt am Spawn bei uns. Voll der Cheater. Das funktioniert zum Beispiel auch. Wir können den Bot halt hier platzieren. Dann können wir hier durch die Map fliegen. Okay, es funktioniert soweit alles. Man kann Granaten schmeißen, die werden verfolgt. Ja, dann denke ich mal, habe ich alles. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas nicht wisst, könnt ihr einfach in den Webbrowser gehen. Entweder wenn ihr hier in-game seid oder halt über Firefox, was auch immer ihr benutzt. Und dann einfach google.de. Ja, jetzt drücke ich die ganze Zeit die falsche Taste. .de. Und dann einfach am besten Englisch, CSGO, Command und dann, keine Ahnung, Money. Gibt er ein, dann kommt ihr halt auf irgendwelche Foren, wo irgendjemand was gefragt hat. Und dann könnt ihr halt gucken, was man eintragen muss. Aber hier steht sogar, seht ihr, habt ihr so eine Übersicht, was man alles gibt oder was es alles für Befehle gibt. Und ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach googeln oder mal in die Kommentare ein paar Fragen stellen. Und ich hoffe mal, ich konnte euch weiterhelfen und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.